Jetzt Kapital TV mit Dirk Bergmeister. Hubertus Köhnen, geboren 1991 in Einbeck, seit dem Wintersemester 2010/11 Student des Wirtschaftsingenieurwesens in der Fachrichtung Maschinenbau an der Rheinisch-Westfälischen Technischen Hochschule Aachen. Seit Wintersemester 2010/11 Mitglied der Katholischen Deutschen Studentenverbindung Kaiserpfalz zu Aachen. Seit 1. August 2013 erster stellvertretender Vorortspräsident des CV Studentenbundes. Dr. Franz Hölzel, nach dem Studium der katholischen Theologie, Promotion mit einer Arbeit aus dem kirchlichen Recht, bis 1992 in verschiedenen Tätigkeiten an der Universität Regensburg, zuletzt als akademischer Rat am Lehrstuhl für Kirchenrecht. Seit 1978 ist er Mitglied einer katholischen deutschen Studentenverbindung, seit 2009 Philister Senior. Peter Winkelhaus, geboren 1988 in Münster, seit Wintersemester 2008/09 Student des Wirtschaftsingenieurwesens an der Universität Bremen. Seit Wintersemester 2008/09 Mitglied der Katholischen Technischen Verbindung Virsurgis zu Bremen. Vom 1. August 2012 bis 31. Juli 2013 erster stellvertretender Vorortspräsident des CV Studentenbundes. Meine lieben Damen und Herren, meine lieben Zuschauer, herzlichen guten Tag. Ich freue mich, Sie wieder zu einer neuen Sendung von Kapital TV hier aus dem Studio Kassel begrüßen zu dürfen. Wir haben heute wieder eine besondere Runde, Sie sehen es, an der Ausstattung unserer Gäste. Und wir wollen uns nach den vielen Zusendungen, die wir bekommen haben aufgrund unserer letzten Sendung, zu dem Thema Studentenverbindungen, Netzwerk und Seilschaften nochmal eine halbe Stunde miteinander beschäftigen. Wir haben das Thema in der letzten Sendung kurz angesprochen gehabt und bekamen da also doch einiges an Nachfragen und wollen die einfach versuchen, heute nochmal im Verlauf der Sendung mit aufzunehmen. Studentenverbindungen heute, morgen, Zukunft und Herkunft. Wir diskutieren über den Wert, den Halt und die Unterstützung in Uni, Beruf und Karriere. Wir haben, wie bereits erwähnt, in der vorangegangenen Sendung ja die Seilschaften und Netzwerke angesprochen und wollen jetzt klären, was ist eigentlich der Unterschied zwischen dem Netzwerk und den Seilschaften. Wie ist das zu sehen? Mir hat die Definition, die ich einmal gehört habe, sehr gut gefallen zu einer Seilschaft. Eine Seilschaft hat immer etwas Anrüchiges. Die Seilschaft, das ist nicht wie das Geben und Nehmen in einem Netzwerk. Das hat immer etwas von etwas Unfairem. Da wird jemandem etwas gegeben, was ihm nicht zusteht. Da nimmt sich jemand etwas, was ihm nicht zusteht. Und ein Netzwerk ist, ich würde sagen, die ausgeglichene Form davon. Mhm. So wie ich auch eine Studentenverbindung beschreiben würde. Okay. Sprache ist verräterisch. Wir haben hier zwei Begriffe, die eigentlich nichts anderes sind als Bilder. Der Begriff Seilschaft kommt aus dem Bergsteigen. Da sind mehrere Personen durch ein gemeinsames Seil fest miteinander verknüpft. Wenn dem einen was passiert, halten ihn die beiden anderen, weil sie sonst selbst abstürzen. Würde bedeuten, jetzt auf das normale Leben übertragen, nur weil einer dazugehört, wird ihm ein Bedarf, ob er jetzt tatsächlich besteht oder eingebildet ist, erfüllt. Ein Netzwerk, da ist das Bild des Netzes, mit dem ich Vögel oder Fische fange, drin. Das sind viele kleine Fäden, die immer wieder an Knoten zusammenhalten, sind sehr flexibel und dienen dazu, etwas zu fangen oder aufzufangen. Ein Netzwerk im Übertragenen sagt, weil irgendwo anders an einem anderen Knoten einer einen Bedarf hat,
verändert sich das ganze Netzwerk. Einer fragt, kann jemand etwas dazu beitragen? Und dann kommt von einer ganz anderen Stelle, die der vielleicht gar nicht kennen muss im Netz, ein Hinweis, erkundige dich mal dort, frag dort mal nach. Also ein Geben und Nehmen, dass nicht eine Vorteilsgewährung da ist, sondern einfach nur, ja, man hilft jemandem, auch wenn man ihn persönlich gar nicht kennt, aber er bekommt das nicht, sondern er hat eine Hilfe, damit er sich selbst dorthin wenden kann. Also sozusagen Hilfe zur Selbsthilfe. Richtig. Okay. Ich habe es immer so gesagt, ich kann dir zeigen, wo die Tür ist. Ich kann dir sagen, wie man sie öffnet. Aber hingehen, auf die Klinke drücken und durchgehen, musst du selbst. Ja. Bei der Seilschaft würde man dasselbe Bild nehmen. Da ist einer, der will durch die Tür, kann aber nicht selbst. Deshalb nehme ich ihn auf den Arm, gehe zur Tür, öffne sie für ihn und trage ihn durch. Das ist jetzt in einem ganz anderen Bild knallhart der Unterschied zwischen einer Seilschaft und einem Netzwerk. Wo würden Sie jetzt die Studentenverbindung einordnen? Ist das eher ein Netzwerk oder ist das eher eine Seilschaft? Also grundsätzlich würde ich persönlich sagen, dass es eher ein Netzwerk ist. Ich habe noch nie von jemandem erfahren, der eine Stelle völlig ungerechtfertigt und ohne jede Fähigkeit erhalten hätte, nur weil er eben in einer Studentenverbindung jemanden kennengelernt hat. Das ist meiner Meinung nach auch in der heutigen ökonomischen Situation überhaupt nicht zielführend, nicht sinnvoll und auch nicht vertretbar. Heutzutage muss jeder, der eine Personalentscheidung trifft, im Nachhinein auch dafür haften, dass er diese Entscheidung getroffen hat. Wenn ich jetzt jemanden, der völlig unfähig für diesen Job ist, in einen Job erhebe, den er gar nicht verdient, rollt am Ende auch mein Kopf. Und dieses Risiko würde heutzutage ja auch niemand mehr eingehen. Ein Netzwerk, wo man eben, wie man das meiner Meinung nach in einer Studentenverbindung hat, kann eben dazu beitragen, dass man eine weit gefächerte Interessensgemeinschaft hat, die einfach die Möglichkeit bietet, Interessen in verschiedenste Richtungen eben auszubilden. Schönes Beispiel ist dafür der Beruf des Patentanwaltes beispielsweise, wo der Anteil der Verbindungsstudenten relativ hoch ist. Das liegt vor allem daran, dass der Job weitreichend unbekannt ist eigentlich, man aber durch Studentenverbindung oder gerade Verbindungsstudenten haben voneinander erzählt bekommen, hey, das ist ein Job, der könnte dich interessieren, der macht Spaß, ich bin da selber vielleicht schon dabei, du als Ingenieur beispielsweise kommst dafür auch gut in Frage und viele andere Studenten erfahren gar nicht, dass es diesen Job gibt. Und da gibt es eben dieses Netzwerk, wo dann halt der eine sagt, ja, der ist vielseitig interessiert, der kann vielleicht auch zwei Sprachen, noch zwei weitere Fremdsprachen vielleicht noch, der beherrscht nicht nur die ingenieurwissenschaftliche Seite des Studiums, sondern eben auch die rhetorische Seite und kann sich auch interessenstechnisch irgendwie das gut vorstellen. Und der wird dann darauf aufmerksam gemacht, was sonst halt vielleicht gar nicht passieren würde. Und da greift eben so ein Netzwerk, wo man einfach sagt, hey, das wäre vielleicht was für dich, guck dir das doch einfach mal an. Das heißt nicht, dass der Patentanwalt wird. Das heißt nur, dass er vielleicht ein Buch bekommt mit dem Titel Perspektive Patentanwalt oder irgendwie mal ein Praktikum bekommt, um sich das anzugucken für 2 Wochen. Und wenn ihm das gefällt, dann kann er sich weiter vertiefen. Aber mehr Hilfestellung kann man heutzutage, sollte man auch heutzutage gar nicht leisten, weil der Wettbewerb einfach verzerrt wird und das auf die Dauer ein Ungleichgewicht bringt. Um die Frage zu beantworten, ob wir eine Seilschaft als Studentenverbindung sind oder ein Netzwerk, würde ich sagen, muss man sich angucken, was machen wir als Studentenverbindung. Sitzen wir als Studentenverbindung da und gucken, wie wir uns möglichst gut Jobs zuschustern, weil wir im Studium sowieso nichts anderes zu tun haben? Oder pflegen wir eine Gemeinschaft? Organisieren wir unsere Verbindung selber mit einem sehr großen Semesterprogramm, vielen Veranstaltungen, wie ich es auch in der vorherigen Sendung schon aufgeführt habe. Wir übernehmen Verantwortung.
wir beide, Peter Winkelhaus hat seine Amtszeit schon hinter sich. Ich bin jetzt dieses Amt vor 3 Wochen angetreten. Wir versuchen den Verband möglichst gut zu repräsentieren. Wir stehen diesem Verband vor. Und da lernen wir Sachen, die wir in der Universität so heute nicht mehr lernen. In der Uni lerne ich als Maschinenbauer, wie berechne ich die Konstruktion, wie gucke ich, dass das Auto hält, dass das auch seine 200.000 Kilometer fährt, aber wo lerne ich Reden zu halten, wo lerne ich Personalverantwortung zu übernehmen, wo lerne ich anderweitige Planungen für andere Menschen auch so durchzuführen. Und das alles lernen wir in der Studentenverbindung. Und wenn man sich dann die Frage stellt, hat der und der jetzt gerade die und die Person nur eingestellt oder ein Praktikum vorgeschlagen, weil er in dieser Verbindung ist, dann muss man sich auch fragen, hat er das vielleicht getan, weil er davon ausgehen kann, dass er genau diese Qualitäten, die ich eben aufgeführt habe, aus seiner Verbindungszeit mitgenommen hat. Denn das sind Qualitäten, die man als Verbindungsstudent einfach im Verbindungsleben mitnimmt. Das ist, wie gesagt, die Tür, die nicht geöffnet wird für einen, sondern das ist die Tür, die jemandem gezeigt wird. Gut, also das Beispiel mit der Tür, das finde ich entsprechend schlagend, ja, einmal durchgetragen zu werden und einmal den Weg dahin gewiesen zu bekommen, ja. Wenn man das so mitnimmt, denke ich, dann haben wir sehr, sehr gut verstanden, um was es da letztendlich geht. Jetzt haben wir uns ja in den letzten beiden Sendungen auch schon über Verbände im Allgemeinen unterhalten, auch über verschiedene Verbände, das letzte Mal über den Schlagenden Verband. Und was viele jetzt gefragt haben, was zeichnet eigentlich den CV als solchen aus und wo liegen da die Besonderheiten und habe ich auch Zugang als Nicht-Katholik unter Umständen? Ja, da haben Sie den springenden Punkt angesprochen, ist auch in der letzten Sendung schon gesagt worden. Die historischen Wurzeln liegen im Kulturkampf des preußischen Staates gegen die katholische Kirche. Da haben sich katholische Studenten zusammengetan, um einfach ihren Glauben leben zu können, sich ein Stück weit gegen diese, man kann es heute sagen, Unterdrückung durch den Staat der katholischen Kreise zur Wehr zu setzen. Das ist unsere historische Wurzel und wir bekennen uns ganz klar auch dazu, eine katholische Verbindung, ein katholischer Verband zu sein. Wir feiern gemeinsam Gottesdienste, wir entfalten ein gemeinsames Glaubensleben. Wie fair wäre es einem nicht-katholischen Mitglied gegenüber, dieses in ein katholisches Glaubensleben, in einen katholischen Gottesdienst hineinzuzwingen, wenn die Gemeinschaft als Gemeinschaft einen solchen Gottesdienst feiert. Das hat nichts mit Ökumene zu tun, das wäre die Vergewaltigung des Mitchristen, der nicht katholisch ist. Und das ist der tiefere Grund, warum wir ganz klar nur Katholiken aufnehmen. Alle anderen dürfen aber mal reinschauen und guten Tag sagen. Die dürfen gerne als Gäste bei unseren Veranstaltungen dabei sein. Es gibt auch bei uns viele Kartell- und Bundesbrüder, die nicht katholische Ehefrauen haben. Also da ist keine Geringachtung der nicht katholischen Christen oder anderer Glaubensrichtungen damit verbunden, sondern einfach, ich pflege es immer plakativ zu sagen, der Karnickelzüchterverein nimmt auch keine Angora-Hasenzüchter auf, weil einfach der Zweck des Vereines beim Karnickelzüchten liegt und nicht beim Angora-Hasenzüchten. Ich weiß, der Vergleich ist sehr platt, aber wenn ich ein katholisches Glaubensleben entfalten will, dann muss entweder, wenn ich ihn aufnehme, der Nicht-Katholik, das mitmachen und entweder ich vergewaltige ihn oder er ist sowieso in seinem Glauben nicht gefestigt, dann ist er indifferent, dann muss er sich überlegen, ist dieses Glaubensleben für mich so, dass es einen Wert darstellt, dass ich dann konvertiere. Okay. Gut.
Das nehmen wir mal so als gegeben hin. Die Plakativität fand ich sehr gut. Ja, da habe ich es dann auch verstanden. Wir sind jetzt, ja, jemand kommt dazu, jemand will eintreten. Jetzt nehmen wir mal an, er erfüllt die Kriterien und kommt als Neuer dazu und sagt, mir gefällt das. Was hat er jetzt eigentlich von der Verbindung? Welchen Nutzen ziehe ich daraus als Neuer? Ja, wir haben es ja vorhin schon angesprochen. Hauptsächlich geht es darum, eine Wertegemeinschaft zu haben, die auf den Prinzipien des CV und jeder einzelnen Verbindung auch fußt. Das sind zum einen das Prinzip Religio, eben Religion, die gemeinschaftliche Ausübung des katholischen Glaubens. Das ist das Prinzip der Scientia, also der Wissenschaft, die Weiterbildung über das Studium hinaus, eben auch zu schauen, über den Tellerrand hinaus sich zu schauen, sich weiterzubilden, was eben nicht unbedingt unserem Verständnis nach an den Universitäten heute unbedingt nach so gefördert wird, wie wir das unbedingt gerne wollen, weil durch den Bologna-Prozess ja schon der Druck noch mal größer geworden ist, das Studium so schnell wie möglich zu beenden. Wir haben auch einen großen Leistungsanspruch an die einzelnen Mitglieder, wollen aber zusätzlich, dass diese Mitglieder trotzdem noch mehr mitnehmen. Das ist ein bisschen in den Hintergrund geraten, unserer Meinung nach, und das möchten wir weiter fördern. Das ist so das, was auch der Einzelne dann auch mitnehmen kann. Dann haben wir das Prinzip Amicizia, der eben, was eben übersetzt Freundschaft bedeutet, wo wir jedem einzelnen Mitglied auch eben innerhalb des Studiums und über dieses hinaus eine Basis an Freundschaft geben, die sich einfach entwickelt mit dem Studium. Jeder hat natürlich Freunde, die er im Studium kennenlernt, aber wie viele Studenten, die jetzt nicht in einer Studentenverbindung sind, können wirklich behaupten, dass sie auch während des Studiums 50-Jährige, 60-Jährige oder 80-Jährige oder auch als 60-Jähriger eben 20-Jährige kennengelernt haben und einfach auf per Du, auf ganz normaler, freundschaftlicher Basis sich unterhalten haben, sich weitergebildet haben, sich gegenseitig auch befruchtet haben. Und diese Freundschaft, auf der wir uns da begründen, das ist auf jeden Fall zusätzlich natürlich für ein neues Mitglied auch etwas sehr Schönes, wo man halt zusammen eben arbeiten kann, was er auch persönlich für sich mitnehmen kann. Es sind alles Erfahrungen, die einen Menschen auch prägen, die teilweise auch die Leute selbstsicherer machen in ihrem eigenständigen Leben, wo sie teilweise auch überfordert sind an der Universität, das so zu führen. Das sind für mich auf jeden Fall zentrale Themen, die eben für ein neues Mitglied attraktiv sind heutzutage. Die Frage, die mir oft gestellt wird als Verbindungsstudent, ist es nicht illusorisch zu behaupten, dass man in einem Freundschaftsbund sich befindet? Denn man kann ja nicht in eine Verbindung gehen und sagen, so, ihr seid jetzt alle meine Freunde, weil das so ist. Natürlich ist das nicht so. In meiner Verbindung, in der Kaiserpfalz, sind momentan ca. 30 Mitglieder aktiv, sprich 30 studierende Mitglieder. Dann haben wir noch zusätzlich knapp 300 alte Herren, die ehemalige Studenten, also die mittlerweile im Berufsleben stehen. Und natürlich ist es auch nicht so, dass jetzt alle diese 30 oder um Gottes Willen alle 300 meine besten Freunde werden. Aber auf der Grundlage, die gerade schon angesprochen wurde, dass wir alle den gleichen Hintergrund haben, dass wir alle im Falle des Kartellverbandes einen katholischen Hintergrund haben. Das ist schon mal eine gute Grundlage geschaffen, um einen Freundschaftsbund darauf aufzubauen. Und so kann ich auch immer nur davon berichten, wie ich in Aachen aufgenommen wurde, wie ich als, man kann fast sagen, einsamer Student, ohne jetzt traurig wirken zu wollen, aber ich bin damals 400 Kilometer vor zu Hause, noch nie woanders gewohnt, nach Aachen gezogen und hatte auf einmal vor der ersten Vorlesung schon 30 aktive Bundesbrüder, mit denen ich Kontakt hatte, die ich da schon kannte, hatte ich direkt eine Anlaufstelle. Und ja, diese Gemeinschaft, die hat dann so gut gefallen, dass ich in dem Fall auch direkt dann beigetreten bin.
Das ist das ganz Wichtige. Es sind die persönlichen Kontakte, die einen Menschen in diese Verbindungen bringen. Und noch einmal ganz deutlich, der Kontakt über die Fakultäten hinweg ist etwas, was die Verbindungen auszeichnet. Normalerweise ist das im Studium, gerade in der heutigen Situation, sehr, sehr schwer. Und immer wieder dieselben, das heißt, man kann dann Informationen austauschen. Es gibt Fachgespräche mal zu dem Thema. Ich kriege einfach einen Horizont, der über das eigene Fachgebiet hinausgeht. Ich bekomme auch das ist schon angesprochen worden, einen Horizont, der über die eigene Generation hinausgeht. Wie viele haben heute noch in der Familie die Erfahrung, andere Erwachsene per Du als die Eltern? Hier ist man in einer Gemeinschaft, wo plötzlich Ältere über alle Generationen hin im vertrauten Zugang da sind. Da ist jemand, an den man sonst normalerweise nicht rankommt. Wo kommt ein junger Student sonst an den Vorstand eines international tätigen Unternehmens ran? Wo kommt er an den selbstständigen Unternehmer ran? Wo kommt er an einen Professor ran, der nicht sein Fachgebiet ist? So etwas institutionalisiert gibt es im Grunde genommen nur über diese Studentenverbindungen. Und einfach der Horizont, der damit über das eigene Studium hinaus geweitet wird, ist eine der Voraussetzungen, später in Führungspositionen aufrücken zu können. Denn dort ist nicht der Fachidiot gefragt, der zwar sein Fachgebiet bis ins kleinste Detail beherrscht, sondern dort ist der gefragt, der das Fachgebiet einordnen kann in einen größeren Kontext. Und das ist eine der wesentlichen und prägenden Funktionen einer Studentenverbindung. Okay. Jetzt haben wir so ein Stückchen die Zukunft angesprochen. Ja. Aber wir haben uns sehr viel auch im Jetzt bewegt. Was mich nochmal ganz explizit in den letzten 5 Minuten ansprechen würde, ist von dem Jetzt weg hin zu dem, ich bin neu eingetreten, wechsel die Uni. Haben wir gehört, habe ich meine Studentenverbindung vor Ort, habe dort direkt wieder meine Anknüpfungspunkte. Wie ist das, wenn der neu in den Beruf hinein will oder vielleicht auch an eine ausländische Uni? Bestehen da ähnliche Kontaktmöglichkeiten über den Verband? Was hat jetzt er oder sie davon, dann halt auch in Zukunft und nicht nur im Inland, sondern eventuell sogar im Ausland? Der Kartellverband ist sehr stolz darauf, dass wir auch Verbindungen im Ausland haben. Wir haben eine Verbindung, die jetzt gerade im letzten Jahr ihr 50-jähriges Bestehen gefeiert hat in Tokio. Wir haben eine Verbindung in Afrika, wir haben eine Verbindung in Polen. Und wir haben zudem auch noch viele befreundete andere Verbände. Rom nicht vergessen. Rom hatte ich auch fast vergessen. Schweiz, Fribourg. Genau, und zudem, ich kann sie gar nicht alle aufzählen, und zudem kommen dann auch noch befreundete Dachverbände hinzu, die ähnliche oder gleiche Prinzipien verfolgen wie wir. Wie zum Beispiel, kann ich auch nicht alle aufführen, zum Beispiel haben wir den österreichischen Kartellverband, wir haben den Schweizer Studentenbund. Das sind auch alles wieder Anlaufstellen, die den Mitgliedern des Kartellverbandes, den Kartellbrüdern heißt es in unseren Kreisen, geboten werden, um wieder Anlaufstellen bei einem Neuanfang zu finden. Und das sind dann auch nicht nur Anlaufstellen für Studenten, das sind auch Anlaufstellen für jeden, der gerade im Berufsleben steht, sei er 30, sei er 60. Wenn es mich in meiner späteren Berufslaufbahn einmal nach Freiburg in die Schweiz verschlagen sollte, dann hätte ich auch da eine Anlaufstelle und könnte auch da zu einer CV-Verbindung kommen und mich da mit den Mitgliedern austauschen und ja, hätte dort eine Anlaufstelle. Also zusätzlich zu diesen Verbindungen wirklich, die vor Ort existieren, gibt es
auch noch Gemeinschaften, die sogenannten Ortszirkel, CV-Ortszirkel. Das sind also Gemeinschaften, die sich zusammengeschlossen haben von alten Herren. Wenn ich jetzt in München studiert habe oder jetzt in Bremen und München, bin ich meinetwegen in zwei Studentenverbindungen. Dann komme ich aber nach Berlin, habe da nicht den direkten Anschluss zu der Verbindung, weil ich 35 bin und die jüngeren Mitglieder, die da wirklich das aktive Leben gestalten, sind vor Ort, lassen mich nicht wirklich, oder ich fühle mich da nicht richtig wohl. Jetzt gibt es aber ganz viele andere, die auch in Berlin berufstechnisch irgendwie gelandet sind. Und die bilden einen sogenannten Ortszirkel, der eben, wo die alten Herren alle zusammen eben auch ein bisschen das kooperative Leben noch gestalten, also das Verbindungsleben noch miteinander leben, Feste, Sommerfeste, Familienfeier, Museumsbesuche und so weiter alles organisieren. Und diese Ortszirkel gibt es eben nicht nur in Berlin, sondern auch beispielsweise in Barcelona, in London, auch in Amerika, in Südamerika, in Argentinien. Gibt es im Prinzip überall. Ich habe Anlaufstellen, wo ich einfach sagen kann, wo ich ja auch auf die Erfahrungen der anderen Mitglieder, die da vor mir gelandet sind, auch zurückgreifen kann. Wo gibt es hier überhaupt, wo gibt es hier was, wenn ich neu in ein Land komme? Was kann ich machen? Genauso ist es natürlich so, dass vor mir vielleicht während meines Studiums andere ein Auslandssemester gemacht haben und ich auch da fragen kann, wie läuft das eigentlich? Worauf muss ich achten? Ich habe gerade zwei Bundesbrüder, die ein Auslandssemester in Indien machen, wo wir schon seit über 30 Jahren soziale Projekte betreuen als Verbindung. Und die sind da einfach von vornherein, hatten die Ansprechpartner und konnten auf die Leute zugehen, wussten auch, hatten einfach einen besseren Kontext, um sich da reinzufinden. Und haben es auch nur deshalb getan, nach Indien zu gehen und nicht wie vielleicht viele andere nach England zu gehen. Und das ist natürlich auch weltweit, wenn man jetzt die Globalisierung betrachtet, auch ein großer Vorteil. Und man macht halt viele Erfahrungen, man als persönliche Erfahrung, aus denen man Wert schöpfen kann. Ja, ein ganz herzliches Dankeschön für diese tollen Eindrücke. Ich nehme mit, dass ich schon lange kein alter Herr, sondern weit darüber hinaus bin, weil ich bin über 35 und Herr Dr. Hölzel, wir werden dann sicherlich hinterher nochmal darüber diskutieren, was es nach dem alten Herrn noch geben kann, wenn wir dann 70 sind oder 90 sind. Nur noch das Grab. Nur noch das Grab, okay. Der alte Herr bleibt nicht alter Herr, so lange, bis er nicht mehr kommen kann. Okay, also das wollen wir nicht diskutieren. Ich danke für die sehr angenehme und informative Runde, die wir heute hier wieder gestalten durften. Ich bedanke mich bei den Zuschauern zu Hause vor den Fernsehern und natürlich bei den Gästen hier im Studio. Ich würde mich freuen, wenn von Ihnen wieder wie die letzten Male entsprechende Resonanzen kommen mit Fragen, mit Wünschen, mit Ideen. Befruchten Sie uns, zeigen Sie uns, wo wir auch in den nächsten Jahren noch die Themenschwerpunkte setzen sollen. Gerne leite ich auch wieder die Fragen an die Talkgäste entsprechend weiter. Wir haben auch gelernt, wir müssen nicht Katholiken sein, um unsere Fragen beantwortet zu bekommen und dürfen dort auch gerne hinkommen. Und alle anderen Resümees werden wir dann sicherlich in einer der nächsten Sendungen, die wir mit Sicherheit dann wieder produzieren, ziehen. Ich danke ganz herzlich, wünsche alles Gute, einen schönen Abend und freue mich auf unsere nächste Sendung, wenn es dann wieder heißt, Kapital TV startet mit einem neuen Thema. Danke, schönen Abend und auf Wiedersehen.